Der walzt auch alles platt hier. Ist zwar nicht schlecht, aber... Ansonsten... Ach, doch ewig immer. So gesehen sind wir nicht mal in dem richtigen Gebiet. Kalt machen. Kann ich die vielleicht einsperren, wenn ich hier Wände hinziehe? Ich bezweifle es zwar, aber... Platt gemacht. Okay, Verschwendung. Bringt nichts, die Wände hier hin zu platzieren. Wir müssen ihn sofort plätten. Sehr schön. Oder auch nicht schön. Den zweiten Weg. Das sieht wie ein zweiter Weg hier aus. Das irritiert mich jetzt halt wirklich. Ja, so ein komischer Toxic. Nö. Einfach nur eine Abzweigung. Okay. Gelb sind einfach nur eklig. Säurehaltig. Normalen sind ja schon Mist, so die säurehaltigen.
Ah, das hat sich nicht gelohnt. Rolling. Die Clay Caves. Die Clay Caves. Ja, vor allem, welchen Weg nimmst du, mein Guter? Eine Abzweigung. Das irritiert mich halt. Hier mit dem Schwert draufhauen, kannst du knicken. Du musst irgendwie aus der Ferne machen. Oder mit den Traps. Machen so, wie es jetzt ist, keinen Schaden an den. Hive Spike Trap. Haben wir hier gefunden? Das hier. Aua. Lava Hive Drift made out of sharp bones, damaging any creature who steps on it. Any. Okay. Wir sind ja nicht schlecht. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Und er sieht irgendwie so eine Art. Weiß nicht. Soll das Wasser sein oder ist das alles Säure? Ein kleines Säurebad hier.
Aber es ist hier alles klein noch. Das Kinn ist halt nicht schlecht. Ach, ich hab natürlich. Ich hab grad nichts dabei dafür. Okay, das hat sich jetzt nicht gelohnt. Schade eigentlich. Hier. Neu. Was am Ende ganz gut, dass wir hier mal den Gang gefolgt sind. Der riecht wieder runter hier. Wenn ich keine Lust habe, dass mich das Vieh erwischt. Hier ist noch eine Höhle. Spitzhacke ist mal wieder kaputt. Sind die Pflänzchen hier was besser als Fackeln, die man hinstellen kann? Wir gehen auf Glühwürmchenjagd und stellen Glühwürmchen. Fackeln. Ja. Glühwürmchen Laternen auf. Oh, jetzt bin ich nicht drauf. Die Armen würden sich nicht lang halten, so ein Glühwürmchen im Glas, das macht's nicht lange. Aber schön anzuschauen wäre es auf jeden Fall. Das nächste wäre wahrscheinlich dann mal zu schauen, Eisen weiter zu schauen oder wir versuchen halt wirklich mit den Fallen ihn zu killen. Dann mal schauen, was wegen Loot und so, was der uns gibt. Vor allem, was wir dann herstellen können.
wir brauchen schon alleine Slime für die Waffe. Ich wüsste jetzt nicht, dass man irgendwie den, ja, dass es den irgendwie so gibt, einen kleinen. Ach, das ist alles Mist. Und 39 Schaden. Bis 39 Schaden. Ist schon ordentlich. Und das so gesehen eine Universalwaffe ist. Mal einfach mal gucken. Einfach probieren. Am Ende müssen wir halt selber noch aufpassen, dass wir uns nicht killen damit. Aber die Gefahr nehme ich dann gerne mit im Kauf. Das ist, glaube ich, das geringste Übel. Drüben rumgebuddelt haben. Aus welchen Gründen auch immer. Es sieht auch, was auf die Erde angeht, echt mau aus. Eh wieder zurück. Und so ist unsere dicke Wanze da. Da noch so ein Hive zu finden, bezweifle ich, dass wir das so schnell machen. Direkt am Abgrund. Ah, nein, da oben will ich nicht hin. Der See, der, gegen den See habe ich nichts. Ich habe halt das Wichtigste scheinbar erstmal raus. Wenn der Boss dann auch irgendwie ein NPC droppt. Wer weiß, was man mit denen dann machen kann. Das müsste der hier sein. Wie man den hier besiegen soll, weiß ich noch nicht. Die Half-Maler. Hat sich ja schon mal gar nicht gelohnt. Sloan ist Target Move Speed bei -41 vor 4 Sekunden. Wohl 41,1%. Ich
Könnte vielleicht dann doch dann immer schlecht gegen den sein. Ich bin mir nicht sicher. Na, denen geht's gut hier. Ich brauche es halt nicht. Das, was er im Angebot hat, das ist eher so. Ja, brauchen wir nicht unbedingt. Also gesehen mit einer kleinen Mob-Farm. Können wir dann hier so ein bisschen Geld machen. So. Wie weit das sinnvoll ist. Ich weiß es halt nicht. Stelle mal zu reparieren. Einfach mal direkt weiter. Die Handkante reicht halt hier. Es ist ja nicht mal was Besonderes hier. Das ist eigentlich das Schade. Oh. Das sind wir immer nichts Besonderes. Findet man ja sogar Truhen versteckt. Aber hier ist ja eigentlich nichts Besonderes. Irgendwie ist es ja wieder Slime. Wir sollten vielleicht mal was essen. Gegen Heilung. Dazu kriegt zur Base, würde ich mal sagen. Und doch hier so weit weg. So weit, als ich gedacht habe.
halt eh nur Kupfer, was wir hier sammeln. Da. Das ist auch Kupfer. Ich bin hier am Überlegen wegen Steinwänden. Das Hauptding bekommt auf jeden Fall Steinboden. Ach, wir sind hier schon durch. Sehr schön. Ja. Mal gucken, für was wir das halt brauchen oder was wir damit überhaupt dann anfangen können. Erstmal weg. Wir haben zu viel Zeug. Ding aus dem. Machen wir halt nicht. Das ist halt eigentlich wertlos. So, Rüstung haben wir, Pisen Chest. Das ist, jetzt fehlen nur noch die Schuhe und dann hätten wir eine komplette Ausrüstung. Der kann weg, das kann weg. Erst der kommt hier rein. So, die Treps, das ist halt dann interessant. Mach ich erstmal hier rein. Keine Idee, so richtig. Wie wir das machen. Aber Moment. Das macht 39. Wo waren die? Hier waren sie. 39. 61, okay. Unsere lohnen jetzt schon mehr. So. Wir brauchen die anderen schon gar nicht bauen. Das lohnt hinten und vorne nicht die anderen. Oh, die wachsen. Ja, die Wurzeln wachsen gut. Sollen sie vielleicht nicht unbedingt so extrem, aber so machen. Ja, abernten müsste ich halt auch ab und zu mal.
Vielleicht mal ein bisschen hübscher gestalten alles. Das ist alles noch nicht so final. Alles noch nicht so, wie es sein könnte oder müsste. Aber vor allen Dingen ist es dann Tintentreps machen wegen Boss. Eisen haben wegen neuen Werkbänken. Gucken, also ich weiß es noch nicht. Was sehen wir dann in der nächsten Folge?